Was bewegt die Jugendlichen im Landkreis? Diese Frage griff die Präsidentin des Landtags in Baden-Württemberg, Mutere Maras, auf und förderte die Landkreise mit Ideen und finanziellen Mitteln. So fand nun im Landratsamt Esslingen die erste Jugendkonferenz des Landkreises statt und stieß gleich auf großes Interesse bei den Schülern. Fast 200 junge Menschen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren trafen sich im großen Sitzungssaal, um gemeinsam Themen zu bearbeiten und mit Politikern des Landtags zu sprechen. Kurz nach der Begrüßung durch das Moderatorenteam ging es im Foyer darum, Gruppen für die verschiedenen Workshops zu bilden. Wir haben uns bei den Jugendlichen umgehört und wollten von ihnen unter anderem wissen, warum sie an der Jugendkonferenz in Esslingen teilnehmen. Ja, ich hoffe, gerade durch solche Veranstaltungen, wie wir sie heute hier haben, mit der Jugendkonferenz, dann gibt es natürlich in den Städten Jugendgemeinderäte, wo sich die Jugend auch einbringen kann, oder die Jugendparteien, die eigentlich immer Nachfolge suchen. Also das wären so drei Dinge, die mir sofort einfallen würden. Weil ich es wichtig finde, die Jugend zu motivieren für Politik, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, dass die Jugend merkt, dass sie auch sich engagieren sollte und das Land verändern sollte oder eben mitwirken sollte. In der Schule hatte ich früher wenig politisches Interesse, bis ich einen wirklich guten Gemeinschaftskundelehrer bekommen habe, der dann in der 10. Klasse sehr stark mein politisches Interesse geweckt hat. Und seitdem versuche ich mich auch zu engagieren. Für mich als Jugendlicher auch, der auch mitbekommt, was andere Jugendliche sehr stark beschäftigt, würde ich da die Digitalisierung nennen und auch den Breitbandausbau, solche Sachen. Also Infrastruktur, digitale. Unser Seminarleiter hat uns darauf angesprochen, da ich seit neuem erst hier wohne, finde ich es sehr interessant, sich mit den aktuellen oder mit den örtlichen Politikern auseinanderzusetzen und zu sehen, wie hier die politische Entwicklung ist. Sie sollten aufhören, vielleicht die Jugend über den Kamm zu scheren, zu sagen, dass sie alle nur in der Medienlandschaft hier interessiert werden, also noch schneller im Internet, sondern auch auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Die ganzen Fehler, die jetzt die letzten paar Jahre passiert sind, auszubessern und vielleicht auch den Kontakt zu den Menschen zu suchen und aufzuklären, dass wir wieder ein Zeitalter der Aufklärung wieder haben. Nach der Mittagspause stießen mehrere Politiker des Landtags hinzu und stellten sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler. Organisiert wurde diese Premiere durch das Kreisjugendreferat des Landratsamts Esslingen.